Danke, Bruno. Bitte schön. So, Platz haben wir. Deutschland haben wir Anschnallpflicht. Wirklich? Wir sind ja wirklich anständige Bürger, oder? Logisch, wie immer. Machen wir das natürlich. Immer außerdem haben wir einen Fahrer. Naja, auf den kann man sich verlassen. Da bräuchten wir es eigentlich nicht. Super. Bruno, der Bastian hat sehr, sehr viele Termine heute an derselben Straße. Deswegen fahren wir jetzt da fast auf dem schnellsten Weg schlafen. Okay? Alles klar, Chef. Tja, Basti, wir haben extra das Wetter noch umbestellt. Es war ja Regen angekündigt für heute. Jetzt haben wir weiß-blauen Himmel, bayerischen Himmel. Wie ist es wieder in der Heimat in Bayern, in München zu sein? Ja, super Gefühl natürlich. Gerade wenn du im Anflug bist, wenn du dann landest auch am Flughafen, da spüre ich dann auch immer, dass ja, dass das so die Heimat ist, wo ich herkomme. Und gerade ja, den Moment auch mit den Spielern aus Chicago oder mit der Mannschaft aus Chicago zu teilen, das ist was Tolles. Aber ich freue mich natürlich sehr, wieder alte, junge Gesichter wieder zu sehen. Und, hast du schön ausgedrückt mit den alten, jungen Gesichtern. Du hast meine zweite Frage, die ich stellen wollte, fast schon beantwortet. Die wäre gewesen, was ist eigentlich für dich Heimat? Der Ort, an dem du momentan dich in erster Linie aufhältst, also Chicago oder dann doch eher die Wurzeln Bayern, München, Kolbermoor? Ja, natürlich ist es schon so, dass man sagt, jetzt wo meine Familie lebt, wo meine Frau ist, dass man da sagt, das ist so ein bisschen Heimat, aber trotzdem, sobald ich in München bin oder bei mir in Oberaudorf, wenn ich da Richtung Rosenheim komme und den Chiemsee schon so sehe, wenn ich über den Ischenberg fahre, da spürst du dann auch, dass du da ja, deine Wurzeln auch hast und aufgewachsen bist. Und das ist schon einzigartig. Wie ist denn der Kontakt generell zur Familie? Jetzt während der paar Tage hier wahrscheinlich nicht so groß, aber generell, ich habe mit dem Tobias mal gesprochen, der sagt, fast täglich telefoniert ihr. Ja, doch, gerade mit meinem Bruder habe ich einen ganz normalen Austausch, wie es bei jedem Brüdern ist. Man spricht nicht immer über Fußball zum Beispiel, es gibt andere Themen auch. Und ich habe ihn auch direkt nach dem Flughafen, als ich gelandet bin, habe ich ihn auch getroffen. Also das ist auch nochmal gut und meine Eltern sehe ich auch, so viel wie es geht. Hast du auch sonst hier schon Kontakt zu den Fans gehabt? Hat man dich erkannt oder warst du bisher noch ein bisschen abgeschottet bisher? Nee, am Flughafen, da waren schon ein paar Leute da und auch Gesichter, die ich noch kenne aus der Vergangenheit. Und es ist schön zu sehen, dass die Leute an dich denken. Schau mal, der sieht aus wie der Holger Badstuber. Der hat ausgesehen wie der Holger Badstuber. Ja, stimmt, der hat inzwischen auch so ein ziemlich lockeres Haar. Aber das ist schön zu sehen, wieder so die Gesichter von damals wiederzusehen, mit denen du auch durch dick und dünn gegangen bist, das ist super. Dienstag, großes Spiel, nicht das wichtigste Spiel wahrscheinlich in deiner Karriere oder vielleicht irgendwie doch auch. Wie sehr freust du dich auf so ein Spiel oder auf dieses Spiel konkret? Also ich finde, dass es schon ein sehr besonderes Spiel ist für mich in meiner Karriere gerade. Weil ich mich damals noch nicht den Zeitpunkt gehabt habe, so mich so zu verabschieden vom Verein und von den Fans. Und jetzt die Möglichkeit wieder zu haben, mit den im Stadion zu sein und sich zu verabschieden, das ist schon für mich bedeutet schon sehr viel. Kannst du schon abschätzen, wie das für dich persönlich wird? Das wird sicher ein sehr emotionales Ding da draußen. Ich kann mich erinnern, als Ottmar Hitzfeld zum Beispiel verabschiedet wurde, wie mir davon die Tränen runtergelaufen sind. Ich musste kommentieren, aber auch zum Heulen angefangen. Wie wird das am Dienstag bei dir sein? Ja, ich kann mich auch erinnern an den Moment. Ich weiß es nicht. Es kommt darauf an, welche Bilder durch den Kopf auch gehen. Und bei der Nationalmannschaft, bei meinem letzten Spiel für die Nationalmannschaft in München-Gladbach, hatte ich das auch nicht so erwartet, dass Emotionen so hochkommen, aber du kannst dir nicht die Augen schließen, du siehst ja auch andere Gesichter auch, also aus den Rängen siehst du Gesichter von Fans und das hat mich damals sehr berührt und mal schauen, wie es wird. Packt dich jetzt fast schon ein bisschen, oder? Ja, wir sind alle gespannt auf den Dienstag. Ja. Die Fans, welche Rolle haben die Fans speziell bei dir gespielt, welche Rolle spielen die Fans im Fußball allgemein? Also im Fußball allgemein spielen die Fans eine wahnsinnig große Rolle. Gerade für mich als einer, der aus der Umgebung kommt, ähnlich wie es beim Thomas Müller auch ist, da hast du einfach eine engere Bindung
noch zu den Fans, als wie wenn du vielleicht ein bisschen von weiter weg herkommst. Und ich hatte immer einen sehr guten Draht zu den Fans, zu der Südkurve. Und wirklich freue mich sehr, dass auch die Leute wieder kommen zum Spiel. Und es war immer ein spezieller Moment, die zu sehen, egal ob es hier in München war oder irgendwo auf der Welt. Die waren immer für uns da und das war einfach ein super Gefühl. Das Spiel ist übrigens ausverkauft, ist ja auch nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Also es liegt wahrscheinlich nicht am Gegner, Chicago Fire, sondern möglicherweise eher an deiner Person. ist auch ein Zeichen der Fans oder wie sehr du immer noch beliebt natürlich bist bei den Fans. Oder wie siehst du das? Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass das Stadion ausverkauft ist, dass die Leute kommen zu dem Spiel. Übrigens, Oktoberfest, die Wiesn ist auch ausverkauft, genau. Das noch am Rande. Genau, ich wollte es gerade sagen, du. Waren schon wieder mächtig. Sieht gut aus. Ich war auch sehr überrascht, als nach ein paar Wochen schon hieß, es sind schon 50.000, 60.000 Tickets verkauft und die Leute kommen. Und ja, für mich ist es ein einzigartiger Moment, den ich nie vergessen werde. Und das zu teilen mit den ganzen Fans im Stadion ist. Bedeutet mir sehr viel. Wenn du darüber schaust, kurzer Zwischeneinwurf, Wiesn, geht dir das ein bisschen ab, das Oktoberfest? Ja, man spricht in Amerika viel über das Oktoberfest. Genau. Die Jungs haben schon, die haben mich schon gefragt, die Spieler, ob das Oktoberfest, ob das offen hat. Also die haben so mehr oder minder so ein Ganzjahres. Genau, so ein Ganzjahresfest, aber ich habe gesagt, nee, wir sind einen Monat zu früh. Und, aber trotzdem, als wir vorbeigefahren sind, haben sie Bilder gemacht und wir hatten ja auch immer eine super Zeit dort. Also der Moment, der Tag, an dem wir mit der Mannschaft, mit dem Verein zur Wiesn gegangen sind, es war immer was Tolles, weil es war einfach die Gemeinschaft und es war meistens eine lockere Atmosphäre und wir hatten eine gute Zeit. Nochmal zu den Fans, da wird man zum Spiel am Dienstag. Da wird ein Begriff sicher wieder sehr, sehr oft zu hören sein. Bastian Schweinsteiger, Fußballgott. Wie ja. geht man damit eigentlich um, Fußballgott? Wenn man sich das genau betrachtet, Gott ist ja schon. Ja, darf man nicht so ernst nehmen? Oder, genau. Reflektierst du da manchmal darüber? Fans, Fußballgott. Wahnsinn. Ja, natürlich ist es. Gott ist was anderes, denke ich, aber. Ja, man hört daraus so eine kleine Wertschätzung und kleine? Ja. Ich weiß nicht eigentlich, wie es dazu kam. Also ich kann mich erinnern, der Carsten Janka war ja auch Fußballgott oder wurde Fußballgott genannt. Vielleicht haben sich die Fans damals so entschieden, weil ich halt aus der Umgebung komme, aus der Jugend gekommen bin und gut, ich versuche. Und weil du ganz gut kicken konntest oder kannst. Ja, ich versuche immer mit Leidenschaft und Herz zu spielen. Und vielleicht war das so eine kleine Die Mischung aus großartigem Sportler, Fußballspieler und die Nähe zu den Fans, die ja immer da war, das spürt der Fan wahrscheinlich. Ja, und auch mir. Dass du dich auch nie verstellt hast. Du bist einfach so. Ja, und auch mir persönlich ist es auch wichtig, dass man eine Gemeinschaft ist und nicht nur Spieler und die Fans oder der Verein, dass es so ein bisschen abgegrenzt ist. Ich denke, dass die Zuschauer, dass die kommen jedes Wochenende zahlreich ins Stadion, unterstützen einen, gehen durch dick und dünn und da muss eine enge Bindung auch sein. Und gerade wenn wir als Mannschaft damals immer irgendwas hatten, wir haben immer auch über die Fans gesprochen, was können wir tun für sie, was können wir nach dem Spiel in die Kurve, dass wir da gehen, das war immer ganz normal für uns. Oder auch unter der Woche, dass wir, wenn wir Trainingseinheiten hatten, dass wir auch mal gesagt haben, ja, wir wollen, wir müssen oder sollen, müssen auch an die Fans denken, dass sie öffentlich sind und auch Autogramme geben und auch Meet and Greets und so zu machen. Das war uns schon auch sehr wichtig in der Zeit. Zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, auch ein ganz, ganz wichtiger Moment für dich. Du hast damals den Fans als erstes verkündet, dass du deinen Vertrag um 5 Jahre verlängerst. War das so eine Aktion, die Fans sollen es als erstes wissen? Genau, richtig. Das war mir damals sehr, sehr wichtig, das nicht zuerst in der Pressemitteilung mitzugeben, sondern zuerst den Fans mitzuteilen. Und weil ich mich ja auch sehr, sehr, sehr wohl gefühlt
habe in dem Moment. Und was erstaunlich war oder was gut war und wo ich immer noch sehr dem Verein auch dankbar bin, dass es so geheim gehalten worden ist. Also wir hatten, ich kann mich da erinnern, wir hatten da die Gespräche und ich habe darum gebeten, dass man ja, es geheim hält und dass ich wollte es halt gerne den Fans zuerst sagen und mit meinen eigenen Worten. Und dass das funktioniert hat, ja, das war, hat mich gefreut. Und, nicht mal ich wusste Bescheid, der ja, Thomas wusste ja. Bescheid, der Kameramann, das weiß ich. Ja, ja. Andere. Ja, von wem denn? Muss man nachfragen. Ja, er musste ja wo die Lücke war. Musste er filmen. Andere große Momente, an die du dich gerne zurückerinnerst. Beim FC Bayern München, im Olympiastadion, in der Allianz Arena, in der Jugend. Was fällt dir da spontan ein? Es sind wahrscheinlich einige. Ja, es sind einige. Ich meine, in der Jugend, wie du gesagt hast, ist der erste Tag beim FC Bayern München, als ich als 13-Jähriger gekommen bin und dann ein Training mitgemacht habe. Bei der U13 war das, oder so 14. Das war das erste Mal für mich, aus meinem Umfeld heraus in der Großstadt zu sein und bei Bayern München zu sein. Das war ein besonderer Moment. Aber klar, dann später hinaus, zum Beispiel die erste Einwechslung, mein erstes Spiel im Olympiastadion. Gegen Laos? Genau, richtig, gegen RC Laos. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. der Moment, wenn du dann die Profis zum ersten Mal siehst, der Moment, wenn du das erste Mal auf dem Profiplatz stehst, solche Momente sind schon sehr bei mir verwurzelt. Natürlich hatten wir Erfolge, Meisterschaften, Pokale, Champions League, Triumph 2013. Aber so diese kleinen Momente, die sind bei mir immer noch sehr gespeichert. Oder auch Gespräche mit dem Stefan Beckenbauer damals, die ich hatte, die bedeuten mir auch viel. Ich kann mich gut erinnern an dein erstes Tor gegen Köln. 8:0, hast du, glaube ich, zweimal getroffen. Und ich kann mich auch noch an diese eine Szene erinnern. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Da hat der Uli Hoeneß ja spontan reagiert, im Nachhinein gesehen. Also wie wichtig war das damals? Das Tor oder die... Beides. Nein, auch die Reaktion vom Uli Hoeneß. Ja, also, ist ja doch nicht unangenehm jetzt, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, klar, als junger Bund, machst du mal schon. Vielleicht das eine oder andere, was du vielleicht jetzt mit 34 so ein bisschen, wo sagst, wo du ein bisschen schmunzelst drüber, aber das ist normal. Ich habe, glaube ich, nie etwas Böses gemeint in der Zeit oder gegenüber dem Verein. Ich habe halt manchmal meine Flausen im Kopf gehabt auf dem Feld. Oder was, glaube ich, ganz wichtig war und vielleicht auch ist. Ja, weil du lernst natürlich auch dazu. Also gerade dann hat der Uli schafft es dir auch dann so zu erklären, dass du es vielleicht nicht beim zweiten Mal nochmal machen sollst. Und das ist schon auch wichtig, dass man da jemanden hat, der dir dann auch mal eine mitgibt, vielleicht im positiven Sinne. Ich glaube, es war nur. Auch wenn ich damals das nie immer ganz verstanden habe, aber jetzt, im ersten Moment. Verstehst aber im Nachhinein macht schon Sinn. Wie sehr, ich hatte ja auch das große, darf ich ruhig sagen, Vergnügen, so ein bisschen relativ nah dran zu sein an deiner Karriere. Die Entwicklung vom, ich sag's mal, Lausbub, Basti oder Schweini damals, zum Mann von Welt, der du heute bist. Wie sehr hast du dich verändert in den letzten Jahren? Ja, schon. Nicht nur fußballerisch, sondern als Mensch. Du bist ein ganz anderer. Klar, du bist älter. Wie wir alle. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Ja, doch, du veränderst dich. Ich glaube, das ist bei jedem Menschen das Gleiche und bei mir auch. Ich habe jetzt auch, bin verheiratet, habe auch ein Kind. So, du hast deine eigene Familie. Das ist schon nochmal ein nächster Schritt. Und klar, ich habe mich, glaube ich, so im Laufe der Jahre, gerade bei Bayern München auch dann verändert und du trägst ja auch dann mehr, ich habe dann auch mehr Verantwortung auch auf dem Platz und so und außer vom Platz auch getragen. Da veränderst du dich und ich glaube, ich bin immer noch der, absolut, zu dem ich erzogen worden bin oder so, wie ich auch früher war als kleiner Junge. Mein Herz ist immer noch das Gleiche, aber du überlegst manchmal vielleicht, denkst ein bisschen mehr, du hast einen größeren Horizont und entscheidest Dinge ein bisschen anders manchmal. Viktualienplatz. Ja, wunderschön. Schau dir das an. Leider nicht geöffnet, sonst könnten wir uns einen Orangensaft vielleicht ziehen. Bestimmt, ja. Das habe ich mir auch gedacht. Aber wunderschön. Ja.
Wenn es einem richtig warm ums Herz. Ja. Wollte ich eigentlich auf die erste Antwort schon diese Frage stellen. Kann man aus der Aussage Heimat, München, Herz geht auf, schließen, dass du, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass du irgendwann mal zurückkommst? Nein, es ist nie ausgeschlossen im Leben. Ich fahre noch mal zwei Runden oder drei. Genug Benzin dabei. Genau, Bruno. Dreh ein paar Runden um, Gerd, nochmal schau hier rechts dabei. Da war ich. Genau, jetzt erzähl uns mal. Hier in dem Café saß ich immer und dann saß ich einmal draußen und fährt ein Touristen, Stadtführungsbus fährt hier an der Straße vorbei, bleibt stehen und sagt, ja, und zur linken Seite ist wohnt der Herr, unser Nationalspieler Bastian Schweinsteiger. Und ich saß wirklich gegenüber auf der Straßenseite mit einem Kaffee in der Hand, da musste ich wirklich lachen. Das ist lustig. Generell glaube ich, oder sagt man, hört man, dass man in München als Weltstar sich relativ frei bewegen kann. Das stimmt, das muss ich schon sagen. Also, München. Da wird man angesprochen, oder? Ja, man wird angesprochen und man wird. Autogramme. Ganz, man gibt Autogramme, aber man hat ein gutes, ja, man wird jetzt nicht irgendwie belagert oder so, das nicht. Und die Leute halten Distanz auch und respektieren auch den Moment, dass du auch ein bisschen deine Freizeit genießen willst. Und das fand ich immer super angenehm. Was macht Bastian Schweinsteiger, wenn die aktive Fußballerkarriere irgendwann mal zu Ende ist? Herrlich, aktiv, oder? Ja, das ist super, gerade mit dem Theater. Es gibt ein paar Ideen. Ja, ja. Was man am Ende dann umsetzt, das wird man dann sehen. Natürlich, in einer gewissen Art und Weise werde ich, glaube ich, den Fußball schon irgendwie erhalten bleiben. Aber falls ich mehr Zeit habe, will ich auch ein bisschen mehr mit der Familie erstmal verbringen. Gerade das im Spielplan immer zu sein, das kostet schon sehr viel Kraft. Und wenn du dann irgendwann mal zurücktrittst oder mal aufhörst mit Fußball spielen, willst du auch ein bisschen mehr mit der Familie verbringen. Wir fahren in die Glänzerstraße, aber die kann ich auch. Aber es hat noch Zeit, ich fühle mich noch gut. Also noch ein paar Jahre aktiv und dann. Die Fans sprechen wir noch mal an. Und nicht nur die Fans, sondern eigentlich alle, die mit dem FC Bayern München einen Bezug dazu haben, träumen fast davon, dass der Bastian Schweinsteiger zurückkehrt zum FC Bayern, in welcher Funktion auch immer. Ist das eine Möglichkeit zumindest? Irgendwann mal im Vorstand oder was? Ja, möglich ist viel. Also ich bin da nicht abgeneigt. Aber es muss auch zum richtigen Zeitpunkt sein. Man wird irgendwann mal. Werde ich mich immer entscheiden, in welche Richtung es gehen wird. Ich kann es jetzt noch nicht sagen. Ich habe darüber jetzt noch nicht so viel nachgedacht. Ich genieße schon noch sehr, Fußball zu spielen und die Momente auch zu genießen. Was darüber hinaus passiert, das wird man sehen. Aber es gibt ein paar Ideen, die im Kopf rumspielen. Aber es ist schon so, dass ich am Anfang erstmal mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte. Soll ich aufhören, Fragen zu stellen? Du willst lieber deine Heimat ein bisschen genießen, habe ich so das Gefühl. Ich habe es noch nicht gesehen, wir sind noch nicht so drüber gefahren, aber super. Hast du jetzt noch nie einen guten Fahrer gehabt? Genau, so gemütlich, also so elegant, wie du fährst, Bruno, heute Morgen. Schon, ja. Man kriegt es wahrscheinlich ganz anders mit, als wenn man täglich die Strecke fährt. Absolut. Obwohl, ich sagen muss, ich kann mich erinnern, als ich immer über die Brücke gefahren bin, ich habe immer nach links und rechts geschaut. Ja? Ich habe immer runtergeschaut an die Isar, weil es einfach ein schöner Moment ist. Grünwalder Stadion rechts. Auch Erinnerungen? Wahrscheinlich schon. Hermann Gerland. Kampfstätte. Absolut, absolut. Ja, an das Stadion kann ich mich gut erinnern. Es gab Momente, schöne Momente, die wir da gehabt haben, auch mit den Bayern-Fans natürlich. Wir haben Derbys gespielt, Amateur-Derbys, A-Jugend-Derbys. Wenn dann manchmal weniger Zuschauer waren, dann hast du immer einen Tiger gehört, an der Seitenlinie, lautstark. Okay. Da gibt es viele Geschichten und war eine tolle Zeit und ich mag das Stadion sehr. So, wir nähern uns derselben der Straße. Wie ist eigentlich der Kontakt zum FC Bayern München, zum Philipp Lahm zum Beispiel oder zu Spielern? Habt ihr ab und zu noch Kontakt? Oder? Ja, absolut. Also zu ein paar Spielern habe ich immer noch Kontakt oder Physiotherapeuten auch und halten so hin und wieder, schreiben uns SMS und so weiter und so fort. Natürlich ist es anders, wenn du weiter weg bist. Die Distanz ist da. Es ist nicht so, dass du dich jede Woche hörst.
Aber es ist schön, dass sich durch den Sport, durch den Fußball Freundschaften entstanden haben und dass man sich da immer noch austauscht. Du verfolgst natürlich die Spiele des FC Bayern München, so gut es geht, nehme ich mal an. Genau. Was sagst du zum Auftakt? Das Ergebnis hast du sicher mitbekommen, gesehen hast du es vielleicht nicht. 3-1. Ja, ich verfolge, ja, 3-1. Ich denke, Hoffenheim ist keine schlechte Mannschaft und ich glaube, es ist immer wichtig, auch einen guten Start zu haben. Und es ist schön zu sehen, dass auch ein Trainer wie Niko Kovac, der auch das Bayern-Gen in sich trägt, auch hier ist. Und gerade der Auftakt ist immer wichtig. Aber ich verfolge die Spiele, soweit es geht, immer. Natürlich ist es ein bisschen zum Frühstück. Mehr oder minder schaust du dir die Bundesliga an, das ist auch ein bisschen anders. Aber macht sehr viel Spaß. Wo waren das nochmal, Bruno? Köln. In Köln, oh ja. Möchtest du es nochmal anschauen? Nee, danke, danke. In meiner Vorbereitung bin ich ja auch auf einen Fakt gestoßen. Erste Bundesliga-Einwechslung Stuttgart und für Niko Kovac. Genau, so klein ist die Fußballwelt, ist ja verrückt, oder? Absolut. Ist wirklich schön zu sehen, gerade auch wie der Niko sich entwickelt hat und dass er jetzt auch hier ist. Und ja, ich fand ihn immer einen sehr interessanten Mitspieler, weil er schon sehr gedacht hat als Spieler wie ein Trainer. Und dass er jetzt so einen Erfolg hat in seinen Stationen, das ist schön zu sehen, auch mit seinem Bruder Robert. Ich glaube, die bilden da ein gutes Duo. Was traust du der Mannschaft zu, dem FC Bayern München in dieser Saison? International? International ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil du hast schon, die Spieler stehen auf Messerschneide, Schiedsrichterentscheidungen spielen eine Rolle, wie man es auch in den letzten Jahren gesehen hat. Aber die Mannschaft hat das Gehen dazu, dort auch erfolgreich zu sein, einen Titel zu holen, was aber, wie gesagt, nicht das Einfachste ist. Aber die Chancen stehen immer, ist immer da. Und es ist schön zu sehen, dass es so ist, dass du vor einer Saison sagen kannst, man kann auch die Champions League gewinnen. Das war vielleicht zu meiner Anfangszeit nicht immer so gegeben, dass du das behaupten kannst oder dass du das Ziel hast. Und du hast es jetzt eigentlich schon seit 10 Jahren oder dass du sagen kannst, oder seit 8, 9, 7 Jahren, dass du sagen kannst, vor der Saison, ja, wir haben das Potenzial, auch die Champions League zu gewinnen. Und das ist Stärke und das freut mich zu sehen. Braucht der FC Bayern München noch einen super, 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 super Star für 500 Millionen? Um die Champions League schwierig, zu gewinnen? Schwierig, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist wichtiger. Das wäre schon die Frage an den Manager. Da warst du ja Schweinsteiger gewesen. Ja. Ich glaube, dass es immer wichtiger ist, diesen Willen und dieses Gehen zu haben, da die Champions League zu gewinnen. Also der Teamgeist war für mich immer entscheidend, ob du jetzt einen Spieler hast. Klar brauchst du Qualität auch, das ist auch klar. Aber man muss sehen. Wird ganz schön gebaut hier. Wann warst du das letzte Mal hier? Ein bisschen her? 2015. Servus. Achtung, Markus. 2015, ja. Und? Bewegt sich ein bisschen was? Ja, du kommst. Und erst ist erstmal die Neugier, was ist alles neu? Gesichter sind die alten, du. Tja, Basti. Schöne Fahrt. Hat riesig Spaß gemacht. Es war wirklich eine Freude. Es war ja keine Arbeit. Es war ja. Ich hatte das Vergnügen, mit Basti eine halbe Stunde unterhalten zu können. Vielen herzlichen Dank, viel Erfolg. Die nächsten Tage hier in München. Genießt die Zeit und. Ja, wir sehen uns ja nochmal. Wir sehen uns. Garantiert. Danke, Herbert. Ich danke dir.